Hey Space Watcher, es ist schon Sonntag und unser letzter Tag hier auf der ILA in Berlin. Herzlich willkommen zu unserer Daily Show mit mir, Chiara Münter von Spacewatch Global und Hauptstadt TV. Heute werden wir gucken, wie die Themen Nachhaltigkeit, Innovation und Sicherheit miteinander interagieren. Und diese Themen sind natürlich auch sehr wichtig für den DLR. Da werde ich mich jetzt mal auf dem Stand umschauen. Ich habe heute die große Ehre, mit Dr. Anke Pagels-Kerb zu sprechen. Sie ist die Bereichsvorständin für Raumfahrt beim DLR, also das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Nun, wir haben ja jetzt in den letzten Tagen sehr viel gelernt über Nachhaltigkeit und Erdbeobachtung. Und ich glaube, es wäre jetzt an der Zeit, EnMAP mal vorzustellen. Können Sie uns da eine kurze Einführung geben? Kann ich gerne machen. EnMAP ist ein Hyperspektralinstrument, ein Satellit, der also nicht nur für einen Spektralbereich festgelegt ist, sondern über viele. Das heißt, wir schauen uns nicht nur das optische Licht an, das wir jetzt so wahrnehmen können, sondern auch die Bereiche ein bisschen links und rechts vom optischen. Und das kann uns Informationen liefern, zum Beispiel über die Zustände von einem Wald. Das heißt, wenn ich mir mit dem EnMAP-Satelliten jetzt beispielsweise einfach ein Blatt anschauen würde, ein bisschen übertrieben, dann kann ich sehen, ob das Blatt noch relativ frisch ist oder ob das so langsam Wasser verliert. Wir kennen das, im Herbst werden die Blätter kraftlos und färben sich. Und bevor das passiert, sehe ich das aber schon eben in diesem Spektralbereich. Das heißt, ich kann sehen, wenn ein Wald trocken wird, bevor das tatsächlich, ich sag mal, fürs Auge offensichtlich wird. Und gerade im Hinblick auf den Klimawandel, wo wir auf Dürren zulaufen, ist das natürlich eine unglaublich gute Information, vorab zu wissen, wo ein Wald gefährdet ist und wo wir letztendlich gegensteuern müssen. Danke, das ist sehr interessant. Nun haben wir natürlich auch sehr viel über die Herausforderungen auf unserem Planeten gesprochen und wie der Weltraum uns helfen kann. Und jetzt wollte ich ein bisschen wissen, wir als nächste Generation, was können wir denn mit diesen ganzen Daten und Technologien machen? Wie können wir handeln und sollten mehr junge Menschen in die Wissenschaft gehen? Natürlich, immer. Sage ich ganz uneigennützig. Was man daraus machen kann. Wir hatten beispielsweise in den 80ern das Ozonloch. Wir haben die Satellitendaten ausgewertet und haben gesehen, hier rasen wir ganz schnell auf eine Katastrophe zu. Und was da passiert ist, ist, die ganze Welt hat sich zusammen entschieden, dagegen zu handeln. Und an dem Punkt müssen wir jetzt kommen. Wir haben die Satellitendaten, wir sehen, dass wir auf den Klimawandel zusteuern, beziehungsweise wir sind schon drin. Wir wollen, da arbeiten wir auch drauf hin, Satelliten entwickeln, die uns eben nicht nur zeigen, das Klima wird jetzt wärmer, sondern was für Auswirkungen hat das? Wo haben wir die nächste Dürre? Wo haben wir potenziell so wenig Wasser im Boden, dass wir auf eine Flutkatastrophe hinlaufen, wenn es eben dann mal zu einem Starkregen kommt? Das sind Daten, die jetzt in den kommenden Jahren erzeugt werden müssen und die nächste Generation natürlich auch auswerten muss, klar. Sehr gut. Nun, ein wichtiges Thema ist auch noch Weltraumschrott. Das haben wir ja auch schon die Woche über besprochen. Was sind denn die Lösungsansätze vom DLR? Da gibt es tatsächlich verschiedene. Also Weltraumschrott ist ein Problem. Das heißt, da reden wir wirklich über kleine Teile. Ab einer bestimmten Größe könnte man sie einfangen. Wir haben hier bei uns am Stand, dort hinten, haben wir einen ganz schönen Arm. Damit kann man im Zweifelsfall auch einzelne Stücke einfangen und dann kontrolliert verlangsamen, sodass sie tatsächlich abstürzen. Die Idee ist aber auch, dass wir Satelliten nicht unbedingt auf eine Lebensdauer von 10 Jahren beispielsweise planen, sondern dass wir auch Service-Satelliten anbieten. Das heißt, wir schicken dann, wenn der Treibstoff langsam leer wird, einen zweiten Satelliten hoch, der wieder auftankt. Und damit erreiche ich natürlich eine viel höhere Lebensdauer. Dann habe ich keinen Weltraumschrott, sondern bevor es zum Schrott wird, sorge ich dafür, dass die Lebensdauer erhalten bleibt. Das ist ungefähr so, wie wenn eine Waschmaschine einen Tag nach der Garantie kaputt geht. Wir gucken halt vorher und nehmen schon mal die wichtigsten Ersatzteile raus. Und das ist die Idee hinter diesen Service-Missionen. Und da arbeiten wir ganz gezielt darauf hin, dass wir das anbieten können. Vielen, vielen Dank, Frau Pagels-Kerb. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Wie wir schon von Dr. Anke Pagels-Kerb gehört haben, ist der EnMAP-Satellit sehr wichtig. Aber wie kommt so ein Satellit überhaupt ins All? Nun, dafür muss er erstmal zum Start transportiert werden. Und wie geht sowas?
zum Beispiel mit so einem Flugzeug hier. Dieses Riesenflugzeug wird benutzt, um Airbus-Teile zu transportieren. Vor allen Dingen, um Flugzeugteile zu transportieren. Aber es wird jetzt von Airbus umgebaut für den Satellitentransport. Und Fun Fact, dieses Flugzeug wiegt über 178 Tonnen. Das sind so viel wie 24 geladene LKWs. Und so schnell ist die Woche schon vorbei. Es waren 5 spannende und sehr informative Tage. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. And don't forget, become a Space Watcher.